Hallo und herzlich willkommen zurück beim siebten Part von Super Mario Kart. Noch zwei Parts, Leute, und dann ist das Spiel endlich geschafft. Wir machen heute den Stern Cup im 150er. Wir haben noch zwei Charaktere vor uns, nämlich Mario und Peach. Und wer heute im Stern Cup fahren darf, ist Mario. Okay, dann muss Peach im nächsten Part dann den Special Cup machen. Sehr interessant. Star Cup, auf geht's. Das passt mal wieder, weil ich glaube, den Stern Cup im 100er habe ich auch mit Luigi gemacht. Und jetzt mache ich den Stern Cup im 150er mit Mario. Und diese Strecke ist ja, wie gesagt, geschenkt zum Glück. Also ist das ein sehr, sehr guter Start für uns. Das müssten eigentlich ganz leichte 9 Punkte sein. Normalerweise. Denn wenn man hier die ganze Zeit, wie ich schon immer gesagt habe, hier im hellblauen Wasser fährt, sollte es eigentlich keine Probleme geben. Es sei denn, man ist dumm wie ich. Aber das haben wir locker wieder aufgeholt. Das ist halt ein bisschen schwer zu sehen. Gerade bei meinem kleinen Fernseher hier im Zimmer ist es ein bisschen widerlich, aber was anderes habe ich jetzt nicht zur Wahl. Und meine Gegner sind Donkey Kong Jr. und Peach. Das wäre auch mal wichtig zu wissen. Ich weiß nicht, ob ich den Pits behalten soll, weil Donkey Kong scheint ja trotzdem irgendwie ziemlich nah dran zu sein. Ich glaube, ich behalte den Pits tatsächlich, falls ich mal wieder so dumm ins Wasser falle. Ich kenne mich selber nämlich sehr gut, denn das kann immer mal wieder passieren. Und ich sehe, wie der Typ einfach nicht weggeht. Er ist einfach immer noch da, obwohl ich die ganze Zeit abkürze. Aber deine Bananen können mich mal. Und jetzt, zack. Perfekt. Wie gesagt, ganz, ganz leichte geschenkte 9 Punkte hier im Stern Cup. Ganz, ganz wichtig. Stimmt, die Musik kenne ich tatsächlich, weil, ja, es ist halt Mario und man kennt das einfach von irgendwoher. Ich weiß jetzt nicht von wo, aber ich kenne das. Gut. Was kam als nächstes? Ich kann mich nur erinnern, der Stern Cup, der war auf jeden Fall special. Vanilla Lake müsste auch irgendwann kommen. Oh Gott, stimmt, das gab's auch. Das könnte schon richtig schlimm ausgehen. Es sei denn, ich kann jetzt hier mit einem Schnellstart schön geradeaus fahren, aber das kann ich nicht. Leider. Boah, das wäre so gut gewesen, aber leider ist nichts passiert. Oh mein Gott, ich merke schon wieder, das ist schon wieder total schief gelaufen am Anfang. Was soll ich mit dem roten Panzer machen? Ich weiß nicht, wen soll ich denn abballern, ey? Ich will die halt alle überholen, damit ich irgendwie Donkey Kong oder Peach oder so damit treffe, aber das macht auch keinen Sinn. Ja, genau, spring einfach drüber, du Spasti. Als ob, Junge, du Drecksack, egal. Der rote Panzer meinte so, ich treffe dich trotzdem. Dreht sich so im Kreis und trifft ihn nochmal. Und danach drückt er sofort den Stern, ist ja klar. Alter, das Ei lag perfekt da auf der Straße, ey. Und Mario fährt sich natürlich ein bisschen so wie Luigi. Aber ich glaube, Mario ist, ich weiß nicht, Mario rutscht nicht so wie Luigi. Mario Kart sollte ja normalerweise niemand rutschen. Na, verdammt, ey. Ja, du Drecksack, schubst mich halt in die Ecke der Map, Alter. Das war noch Yoshi, nur weil ich dich beleidigt habe in dem Part, wo ich dich gefahren habe, Alter. Ich habe 0 Münzen. Goddammit. Gib mir wenigstens eine. Bitte. Nein, ich bin drüber gesprungen. Ich darf jetzt niemanden rammen. Okay. Letzte Runde schon? Das können wir vergessen. Das können wir vergessen. Vielleicht kriege ich den vierten Platz irgendwie hin. Glaube ich auch nicht. Und ich weiß nicht, ob ich mit dem vierten Platz einverstanden wäre. Vielleicht kriege ich noch Yoshi? Nein. Vierter! Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war, ins Ziel zu fahren. Ob wir die Strecke nicht wieder hätten wiederholen sollen. Ah, das macht's nur spannender, ne? Das macht's nur spannender. Alter, ist der in Führung. 5 Punkte. Okay, Leute. Jetzt kommen wir in den Lake. Da müssten wir eigentlich auch wieder Erster werden. Das ist wieder so eine Strecke. Das kann man eigentlich nicht verkacken. Aber wenn man einen Fehlstart hinkriegt, dann verkackt man alles. Auch hier werde ich ein bisschen im Schnee fahren. Die erste Runde ist halt scheiße, weil man hier diese ganzen Blöcke wegmachen muss. Aber ich habe schon mal die ekligsten Blöcke weggemacht, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe eine Banane hingelegt, die so super eklig liegt. Da werde ich safe selber rauffahren. Komm, gib mir ein geiles Item, einen Stern oder so. Ein Pilz bringt mir nicht viel. Warum, weil die alle so gut sind? Was ist denn los? Nur weil es 150 sind, können die auf einmal alle so fahren, als wären sie Formel 1 Kings. Komm schon. Ja, genau darauf habe ich gehofft.
Aber ich weiß nicht, wann ich ihn zünden soll. Kurz vorm neuen Item auf jeden Fall. Das heißt... Jetzt. Concentration ist angesagt. Luigi drückt auch auf Stern, natürlich. Okay, letzte Runde. Ich bin Zweiter. Aber ich muss Erster werden, weil Donkey Kong Jr. hat schon genug Punkte. Treff ihn bitte. Nein, das war so knapp. Nein. Du dreckiger Affe. Er hat jetzt 8 Punkte Vorsprung, ne? Scheiße, er hat 8 Punkte Vorsprung. Wisst ihr, was das heißt, Leute? Er muss einmal Dritter werden. Oh, was hab ich mir nur angetan? Ich muss einmal Erster und er muss einmal Dritter werden. In dem Rennen, wo ich Erster werde, muss er Dritter werden. So, jetzt habe ich es richtig gesagt. Ich habe keine Münzen mehr fast. Ich hasse es. Ich hasse euch alle, ey. Sobald ich 0 Münzen habe, läuft immer alles scheiße. Aber Donkey Kong Jr. ist hinter mir. Warum auch immer. Ich kann nur hoffen, er bleibt hinter mir. Boah, Leute, tut mir leid, ich kann gerade überhaupt nicht reden. Ich bin übel angespannt, weil ich Donkey Kong Jr. einfach nicht nach vorne lassen will. Aber die Feder bringt mir nichts, ne? Du Dreckiger. Ey, er hat die Bowser-Flamme so widerlich dahingelegt in die Kurve da. Ich kann nicht mehr reden. Seit wann ist Donkey Kong an mir vorbeigefahren? Kann ich das mal fragen? Nee, Leute, das können wir vergessen. Das können wir eigentlich... Den Katzen-Cup können wir eigentlich neu starten, weil ich glaube nicht, dass Donkey Kong jemals Dritter wird, wenn ich Erster werde. Wenn ich mal Erster werde. Aber wer nur eine Banane kriegt auf dem 7. Oh mein Gott. Kannst du aufgeben. Kannst du gleich aufgeben. Tut mir leid, Leute. Normalerweise beende ich das Rennen immer, aber wirklich da, das hat einfach überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Das hat wirklich gar keinen Sinn mehr gemacht, das irgendwie weiterzuspielen. Keine Ahnung warum, aber Donkey Kong und Peach fallen am Anfang immer runter. Ich weiß nicht, vielleicht weil die zu schnell sind. Und dann überspringen die eine Lücke oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht, fragt mich nicht. Oh, Yoshi, halt dein Maul. Sowieso Stress mit dir. Wie soll ich Erster werden und gleichzeitig Donkey Kong Jr. auf den dritten Platz bringen? Ich weiß es nicht. Ich muss ihn halt am besten die ganze Zeit auf Platz 1 chillen mit einem roten Panzer und dann Glück haben und dann also in der letzten Runde sich überholen lassen und dann ihn abballern und dann ins Ziel. Wie ich es einmal in einem anderen Part gemacht habe. Wo es eigentlich gar nicht hätte sein müssen. Das habe ich bei Koopa gemacht, glaube ich, war das. Und das muss ich halt nochmal machen. Aber ich krieg nur Crap. Was soll ich mit... Ja, habt ihr gesehen? Er fährt einfach durch den Swamp. Genau. Dein Vater kann mich mal. Das ist schon wieder unfair, Alter. Die könnten durch die Swamps fahren. Habe ich euch noch gar nicht gesagt, ne? Aber die können das wirklich, ja. Das ist kein Glitch oder so, das ist einfach eine Fähigkeit. Die haben das einfach drauf. Oh Gott, ist das zum Kotzen, ey. Ich hasse dieses Spiel. Jetzt habe ich die rote, aber der ist 30 Milliarden Kilometer weiter weg. Und es ist eh die letzte Runde. Auch das kann ich wieder neu starten. Ich glaube, der vierte Platz war einfach unnötig. Da hätte ich einfach das Rennen wiederholen müssen. Kannst du vergessen, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das noch schaffen soll. Also, wahrscheinlich muss ich gleich cutten und den Cup nochmal offscreen machen, aber... Weil was Besseres fällt mir jetzt hier nicht ein. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Keine Ahnung! Alter, ich hasse euch alle so sehr, ne? Was war denn das jetzt wieder für ein Müll?
Alles wie diesem fetten Affen, Alter. Nimm ab. Oder bleib hinter mir, du Drecksack. Was soll ich mit einer Feder, Mann? In der Bowser-Map, wo es eine Abkürzung mit der Feder gibt, kriege ich die Feder nicht. Aber hier schon, oder was? Ich brauche einen roten Panzer, keinen grünen. Nein, ich wollte Donkey Kong treffen. Das wäre jetzt so gut gewesen. Alter, kann dieser Affe sich einmal verziehen, Junge? Warum ist Peach jetzt 10 Kilometer vorne? Was soll denn das immer? Die arbeiten alle insgeheim im Team, ich sag's euch. Obwohl ich jetzt gerade Peach mit meinem Panzer getroffen habe, trotzdem arbeiten die alle im Team. Ein Stern ist natürlich super. Aber den muss man halt auch klug verwenden, ne? Wenn man den nicht klug benutzt, bringt dir ein Stern auch nichts. Und wenn dieser dumme Swamp immer im Weg ist, Alter. Jetzt weiß ich, warum Donkey Kong am Anfang runterfällt. Weil er zu schnell ist. Warum kriege ich den roten Panzer in den letzten Runden, wo es mir einen Scheiß bringt? Wenn ich es mal so fragen darf. Ich kriege den größten Crap, ne? Ja, letzter Versuch, das können wir vergessen. Die Musik kann nochmal neu machen, das ist alles langweilig. Es ist zum Kotzen, Alter. Dieses Spiel ist einfach zum Kotzen. Aber ich wusste, dass ich im 150er ein bisschen sauer werde. Nicht nur ein bisschen, aber es war einfach klar, ich wusste es. Trotzdem. Und jetzt fällst du nicht runter, weil ich neben dir bin, ne, du dreckiger Affe, Alter, fällt mit dem Unterhemd, Junge. Geh mir aus dem Weg, du Fettsack. Ich meine, ich kann es ja auch noch in der letzten Strecke versuchen, Donkey Kong Jr. auf Platz 3 zu bringen. Aber ich sehe ja gerade, wir haben ja 0 Versuche, das wird ja sowieso nichts. Piss dich. Ich habe die Banane vor seine Fresse geworfen, aber er fährt durch. Ja, klar. Wenn man durch Forms durchfahren kann, kann man auch durch Items durchfahren. Ist ja logisch. Macht ja nur Sinn. Oder unendlich Items haben, ne? Geht ja auch. Alles möglich heutzutage in dem Spiel. Was soll ich mit einer verschissenen Banane, Alter? Ganz ehrlich. Du Fat. Kann jemand diesen Affen töten, Alter? Ohne Witz. Einfach nur töten, diesen dreckigen Affen. Danke, dass ihr alle im Weg stehen müsst. Alle im Weg. Wir sehen uns gleich wieder hier. We'll be right back.
So Leute, dreimal hintereinander Erster geworden. Das sieht schon mal von den Punkten her viel, viel besser aus als gerade eben. Und ich muss sagen, es liegt einfach am Commentary, ne? Wenn man kommentieren muss das alles gleichzeitig, dann ist das einfach schwer. Gerade eben konnte ich mich einfach nach hinten lehnen und mich konzentrieren auf das Game. Aber so... Naja. Hier werde ich wieder kommentieren. Einfach, weil es sein muss. Und schon geht es falsch los mit einem Fehlstart. Ja, ja, super. Genau, sobald ich anfange mit Commentary, läuft immer alles gleich schief. Und der Affe, guckt euch den Affen an. Guckt euch den Affen an. Wo ist denn der schon wieder, Alter? Bring den Mongo zurück in den Kongo, Alter, ohne Witz. Geh dahin zurück, wo du herkommst. Niemand mag dich. Der Typ ist sowieso ausgestorben. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dieses Castle ist einfach nur behindert. Wirklich. Ach, du fetter Drecksack. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es so extrem vom tiefsten Herzen. Aus dem tiefsten meines Inneren. Lass mich wenigstens Vierter werden hier, damit ich die Scheiße hier abstempeln kann. Ich weiß nicht, was ich dazu noch kommentieren soll. Es tut mir leid, es fällt mir nichts mehr ein zu dem Müll. Wie man in diesem Spiel betrogen wird, ey. Nee, Leute, mir fällt dazu nichts mehr ein. Dazu fällt mir einfach nichts mehr ein. Es ist einfach hardcore. Ich weiß nicht, ob ich jetzt kommentieren soll wieder oder ob ich es einfach lassen soll für diese Strecke, weil es geht nicht. Sobald ich kommentiere, ist alles... So, ich habe jetzt 14 Münzen. Ich drücke auf Retry. Mit wie vielen Münzen fange ich jetzt an? 4. Am Anfang wirst du aber hier von jedem erwischt. So, dass du 0 Münzen hast. Und dann geht die Scheiße wieder los. Und jetzt fällt der Sack runter, wo ich nicht bei ihm bin. Das ist immer so. So, Bowser ist auch runtergefallen. Sehr schön. Den Turbo Boost muss ich immer mitnehmen. Aber es ist halt so... Das ist so eklig in der Ecke versteckt. Deswegen ist es so schwer, den mitzunehmen. Hier, wenn ich den Weg immer gehe, dann läuft alles perfekt. Fein. Danke, du Drecksack. Wollte gerade sagen, fahr bitte in den Panzer. Und er ist reingefahren. Danke, du dämlicher Thwomp. Dass du mir meine Ehre gleich wieder nehmen musst. Ich hasse es. Ich hasse es einfach so sehr. Wenigstens ist der Affe 10 Kilometer hinten. Aber der kommt eh gleich wieder. Kaum kann ich, denke ich gerade nicht anders und schon ist er da. Was war denn das, du dämlicher Pfosten, Alter? Wir arbeiten echt alle im Team. Hauptsache Donkey Kong ist wieder in meiner Nähe, ne? Und sowas nennt sich Bruderliebe, Alter, ohne Scheiß. Yoshi, ganz ehrlich, du kannst von mir aus die 9 Punkte kriegen, das ist mir so scheißegal. Du bist sowieso der langweiligste von allen hier. Was ist denn das auch, ey? Die 4 Thwomps sind für eine Sekunde alle zusammen unten. Die Computer können durchfahren, ich nicht. Soll ich da bremsen oder was soll das? Sowas ist aber auch unfair, ey. Das Spiel ist sowieso unfair, was laber ich eigentlich? Das wissen wir doch alle jetzt langsam. Wenn ich in den Mini-Pits reingefahren wäre, Alter. Das ist einfach Betrug. Auch wenn der Affe mich da jetzt durchgeschubst hat. Komm, Alter. Bruder. Bruder muss komplett los. Okay, Alter. Keine Ahnung, warum dieser dämliche Dino da jetzt vorne ist, aber wie gesagt, er kann die 9 Punkte sich sonst wohin stecken. Es juckt mich kein bisschen. Hauptsache, der Affe ist hinter mir.
So, 33 Punkte, er hat 21. Wenn ich das jetzt irgendwie verkacke, Alter, dann reißt sich mir den Hals ab. Wenn ich Vierter werde, habe ich 34 Punkte. Wie viele Punkte hat er jetzt? 23, ne? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Jetzt weiß ich die Punktzahl nicht mehr. Toll. Ich weiß gar nicht, welcher Platz in Ordnung gehen würde und welcher nicht. Ich werde jetzt einfach nur noch maximal Vierter, der Rest ist mir egal. Ich sollte Goldpokal jetzt sicher haben. Mein Gott, ist das wieder zum Kotzen, ey. Yoshi. Jetzt mal ohne Witz, ne? Du regst mich richtig auf. Du provozierst mich. Ich lasse mich gerade von einem Computer provozieren. Damit habe ich auf jeden Fall meinen Live-Goal erreicht. Wenn ich jetzt diesen Affen noch irgendwie snipen könnte. Komm schon. Ja, genau. Snipe dich selber, du Affe, Alter. Du Lappen. Du Nichtskönner. Vollkommen verdient, Leute. Instant Karma und komplett verdient. Sag ich auch gar nichts zu. Mich selber abknallen, das kann ich halt. Aber wie gesagt, ich bin Vierter. Der vierte Platz reicht mir total. Wie soll denn der Special Cup laufen im nächsten Part? Das ist doch schon wieder total gestört. Und Leute, ihr wisst ja Bescheid, der nächste Part wäre dann auch der letzte, weil mehr machen wir ja hier nicht. Ich zeige jetzt hier keine... Ich könnte kurz noch den Battle Mode präsentieren, aber der ist jetzt auch nicht gerade doll. Ich habe aber keinen zweiten Spieler, also von daher... Ich will einfach nur noch hier dieses Spiel beenden damit, weil alle anderen Mario Karts, die hier nachkommen, sind einfach viel besser als das hier. Geh weg mit deinem komischen Drecksei. Kannst du einmal gehen, bitte? Ey, jetzt hört auf, mich alle zu überholen. Alter, mach jetzt keinen Scheiß. Fünfter Platz ist nicht gut. Luigi, bleib stehen, du Affe. Warum nenne ich jetzt heutzutage alles Affe? Du. Ich fasse es nicht. Ich fasse es einfach nicht. Luigi, wenn du es willst, ich habe noch 3 Versuche. Also von mir aus, der Part kann noch länger gehen. Juckt mich nicht. Ob ihr noch weiter guckt oder nicht, das ist eure Sache, ne? Ich mache das Video so lange, wie ich will und fertig aus Ende. Also ihr könnt die letzten 3 Versuche gerne noch verbraten, habe ich überhaupt nichts gegen. Wenn er das unbedingt will, Alter, dann bitteschön. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses verdammte Dreckspiel. Was in meinem Kopf hatten die gesagt, dass ich das Let's Playen soll? Was in meinem Dreckshirn hat das verursacht? Am Ende verbrate ich noch alle Leben und schaff's noch nicht mal. Alter, dann dreh ich komplett durch. Dann fasse ich das Spiel erstmal 3 Monate nicht an. Natürlich. Was denn auch sonst? Wahrscheinlich war das mein Panzer, ne? Den ich in der ersten Runde hingelegt habe. Würde mich auf jeden Fall überhaupt nicht wundern. Wer zum Teufel ist in diesem Spiel letzter mit 0 Münzen, Alter? Das ist doch schon wieder. Das ist doch schon wieder traurig. Das ist schon wie so ein Achievement zu diesem Spiel. Sei letzter mit 0 Münzen. Aber mach's nicht extra, sondern gib dein Bestes und werd letzter und hab 0 Münzen. Hätte ich auf jeden Fall geschafft. Nimm Abstand, du fetter Drache. Ganz ehrlich. Nimm einfach Abstand. Ja, ich habe Drache gesagt und nicht Schildkröte. Mir egal, was er ist. Es ist Esel. Ach, wenn ich das sage, muss ich es eh rauscutten. Macht also keinen Sinn. Ihr wisst wahrscheinlich genau, was ich sagen wollte. Also von daher. Es wird nichts. Es wird einfach nichts. Siebter. Wer ist Vierter? Luigi. Und der ist 8 Kilometer weg. Super. Vielleicht kann ich mit dem Pilz noch irgendwie Vierter werden. Nee, obwohl er ist da hinten, Alter. Oh, bitte, bitte, lass mich dich noch überholen. Aber du hast mir ja schon gezeigt, dass du Bruderliebe nicht weißt, dass du nicht weißt, was Bruderliebe ist, du. Es ist immer Luigi, ne? Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, ich hasse dich so sehr.
Und Leute, habt ihr Bock? Habt ihr so richtig Bock, dass ich all meine Leben verbrate? Alter, das wäre doch mega geil, nicht wahr? Disliked bitte das Video, Alter. Ohne Scheiß, disliked es einfach. Es ist vollkommen verdient. Gebt mir den Dislike, Alter. Geil. Und denkt gar nicht erst dran, mich zu abonnieren. Was denkt ihr denn? Und wenn ihr mich abonniert habt, dann deabonniert mich doch sofort. Ihr habt die Glocke aktiv. Pff, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Gar nicht. Wer guckt sich denn sowas freiwillig an? In seiner Freizeit, die man heutzutage als Mensch sowieso nicht hat. Weil man 60 Jahre arbeiten geht. Geil. Meine Fresse, dieses Spiel gestört, ey. Dieses Spiel ist doch für Menschen in der Gummizelle gedacht, ey. Dann wäre das schon das zweite Spiel, was mich in die Gummizelle bringen würde. Ihr könnt ja mal raten, was das erste Game war. Hat auf jeden Fall auch was mit Nintendo zu tun. Ich kann nicht mal mehr reden, ihr merkt. Wow, ich habe einmal die Abkürzung genommen und einmal hat sie was gebracht. Ich fasse es nicht. Jetzt habe ich sogar Luigi überholt. So weit kommt es noch. Wow, Peach ist in ihre eigene Scheiße reingefahren. Krass. Das passiert auch mal. Computer können doch durch Gegner durchfahren, durch Hindernisse. Ich glaube, die können durch Hindernisse durchfahren, also durch diese Röhre zum Beispiel. Oder, ja, aber nicht über Items. Genau, springt beide drüber. Warum nicht? Zeigt mir, was ihr könnt. Zeigt mir, dass ihr 80.000 Items haben könnt, wenn ihr mir hier wollt. Nur, um mich nur noch mehr zu provozieren. Genau, mach noch einen Fehler, ja? In der letzten Runde wieder. Natürlich. Bruder, bitte, ich habe jetzt keine Lust mehr. Bitte werd einfach Vierter und lass mich in Ruhe. Dankeschön. Holy crap, der war auch schon wieder 80 Millimeter, war ja schon wieder hinter mir, um mich zu überholen. Ja, diese paar Millisekunden da, 58 und 83. Alter, endlich, ey. Endlich. Leute, wir haben es geschafft. Ich hasse dieses Game, ich hasse es so sehr. Durch diesen dummen Affen, das sind die zwei Tiere, die ich am meisten nicht leiden kann, Alter. Dieser blöde Affe und dieser blöde Dino, Alter. Ohne Witz, verzieht euch einfach nur. Geht mir aus den Augen. Und ihr am besten auch, sonst dreht komplett durch. Deabonniert mich. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.